Ja, hallo und herzlich willkommen, deines Garten. Und ich sehe das nicht als böser Kommentar oder sonst was. Ich bedanke mich ja für solche Kommentare. Denn googeln tue ich nicht gerne. Ich habe auch schon so vieles gegoogelt. Die einen schreiben dieses, die anderen schreiben was anderes. Und ja, viele machen das im Herbst schon, die Rosen zurückschneiden. Du sagst, es ist zwischen März und Mai. Sollte ich mir vielleicht auch schreiben. Und für das nächste Jahr das mich darauf einstellen, März, zwischen März und Mai. Bei mir war ja auch der Nachbar letztes Jahr auch so, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre früher gewesen. Kann aber schon sein, dass es zwischen März und Mai gewesen ist, als er da war und die Rosen zurückgeschnitten hat. Müsste ich in ein Video zurückschauen, meine Videos selber nochmals anschauen, um zu sehen, wann der Nachbar da war. Aber wie gesagt, danke für den Tipp. Ich bin nicht böse deswegen. Ich antworte nur ungerne schriftlich auf die Kommentare. Ich lese sie mir aber wirklich alle durch. Und ja, der kleine Adler, den geht's gut. Der läuft mit den anderen. Und danke für die vielen netten Kommentare. Und es ist noch sehr, sehr frostig. Also, aber ich muss ihn langsam an die Außentemperaturen gewöhnen, denn in zwei, spätestens drei Wochen kommen sie ja raus, weil dann schlüpfen schon die nächsten Eier. Nicht gleich, aber ich möchte sie eine Woche davor schon rausgeben, dann sind sie ja doch schon, wie alt sind sie dann? Ja, 3,5 Monate sind sie dann. Sollten dann auch mit der Kälte zurechtkommen. Fast 4 Monate sind sie dann schon alt. Wie dem auch sei, die sind auch schon größer und ich muss Platz machen im Haus für die nächsten. Und dann später, irgendwann einmal gibt es kleine Entenküken, aber später erst, keine Ahnung, April, Mai dann. Und meine Enten sind ja so süß. Gestern hat mir mein Mann geholfen, die Schalen auszuleeren, zu spülen und für das Wasser reinzutun. Ihr glaubt es nicht, ich war auch geduscht worden. Ich bin auch geduscht worden, denn die haben so putzig gebadet, so wild gebadet. Und es war ja auch schön gestern. Gestern hat man sicher 12, 13 Grad. Es war sehr schön und die haben so herzlich gebadet am Nachmittag in der Wärme. Heute ist es dann kalt. Die waschen sich natürlich, stecken ihre Köpfe ins Wasser. Also das war es auch schon. Aber die eine oder andere Ente steht da und hat steht auf einem Patscherl und das andere hat sie unterm Flügel irgendwie versteckt. Und ja, die Nachbarn machen schon wieder Holz. Gestern war der Nachbar, hat er 9 oder 10 Fuhren gebracht im Dorf. Und heute geht es wieder los zeitig. Jetzt ist kurz vor 8 oder kurz nach 8. Die fangen an, Holz herzurichten. Den vielen im Dorf wollen das Holz und brauchen das Holz auch. Und er macht's halt. Wir haben nicht viele Leute im Dorf, also hier bei uns in der Gegend, in diesem Bereich, sind es nur 2, 3 Leute, die einen Traktor haben. Aber unser Nachbar ist hauptsächlich für Holz zuständig. Und wenn jemand Holz braucht, geht er zu ihm und sagt, hey, ich brauche Holz, wann kannst du liefern? Dann sagt er meistens, wie dringend ist das? Aber so funktioniert das bei uns. Die Leute gehen zu ihm und sagen, ich brauche Holz. Natürlich geht man nicht, wenn man das letzte Stück Holz in den Ofen gesteckt hat, hin und sagt, ich brauche Holz, sondern man geht immer, was weiß ich, keine Ahnung, also wir bestellen immer rechtzeitig. Ich schaue mir meine Holzmenge an und sage, okay, wir kommen noch einen Monat hin mit dem Holz, also wir brauchen wieder Holz. Dann gehe ich zum Nachbarn und sage ihm, auch wenn ich noch Holz habe, er bringt mir das, was ich brauche oder was ich bestellt habe. Beim letzten Mal hat er mir was gebracht, nicht bestellt, aber ja, wir werden es brauchen. Und das ist auch kein Holz, das wir heuer verbrennen, sondern erst im Herbst. So ist das Leben auf dem Dorf.
Ja, was ich euch noch sagen wollte, wie es der Quitti geht. Quitti geht es gut. Ich sage euch, was sie hatte. Und zwar, die was Hühner halten, wo die Hühner Eier legen, die wissen auch, dass ab und zu mal ein weiches Ei gelegt wird. Sprich, die Eierschale ist nicht hart, sondern nur diese Haut von innen. Und Quitti hat vorgestern war das, anscheinend solch ein Ei gelegt. Und das ist im Popsch, also im Afterbereich, stecken geblieben, die Haut. Und sie konnte nicht kacken. Also sie konnte ihre übliche Arbeit nicht verrichten. Und ich habe gesehen, aber ich dachte, die hätte Durchfall gehabt. Und deswegen. Und gestern schaue ich so, war ihr Popsch, also die Kloake, da wo das Ei rauskommt, war richtig geschwollen und leicht rötlich. Jetzt habe ich sie mir geschnappt, aber weil meine Hühner ja so zahm sind und keine Angst vor mir haben, habe ich sie mir genommen und leicht an diese Haut gezogen. Oh, die hat nachher einen Haufen nach den anderen gelegt. Den habe ich am späten Nachmittag nochmal geschaut. Alles okay. Ich habe mir gedacht, wenn es noch immer rot ist, mache ich einen Salbeitee und wasche ihr ein bisschen oder setze sie in den warmen Tee, halte sie im Haus, bis sie trocken ist. Aber nee, am Nachmittag war das alles okay und heute läuft sie mit den Hühnern und sie ist happy. Ich glaube, das war für sie auch ein bisschen unangenehm, möchte ich sagen. Das ist so wie bei uns Menschen, wenn wir Verstopfungen haben und nicht können, wir haben Bauchweh. Wir essen immer wieder und unten kommt aber nichts raus. Und ich denke, bei ihr war es genauso, deswegen war sie so schlapp irgendwie. Aber gestern war sie total munter und happy und ist mir auch auf den Rücken gesprungen, hat ihren Schnabel an mir geputzt, also alles wieder gut, Quitti geht's gut. Aber wie gesagt, und ja, ich habe noch ein paar Kommentare gelesen, Tiermassenhaltung muss nicht sein. Nein, das muss nicht sein, weil wenn man so viele Tiere hat, dann kann man sich nicht um jedes Tier kümmern. Und ich versuche mich, um alle meine Tierchen zu kümmern. Auch wenn sie noch so klein sind, auch wenn es noch so kalt ist, die brauchen das Gras. Und ich gehe mit ihnen raus. Noch sind sie zu klein, einige. So wie der kleine Adler. Ich fand den Kommentar so lustig, ich musste lachen. Der kleine Adler. Wie dem auch sei, es sind ein paar kleinere dabei. Es ist halt die Rasse, so wie die Amsel. Die schwarze, die ist ziemlich klein. Na, Amselchen, wo bist du? Seht ihr, wie groß die braune ist und wie klein Amsel ist? Und die sind aber gleichzeitig geschlüpft. Also das ist die Rasse, die sind klein, die sind nicht so groß. Und da muss ich immer dabei sein, wenn ich über Angst habe, dass eine Katze kommt oder Luftangriff. Und dann ist es um meine Tierchen geschehen. Deswegen, auch wenn es kalt ist und ich Eiszapfen an den Zehen habe und das Gefühl habe, wenn ich irgendwo dagegen renne, bricht die Zehe oder alle Zehen. Aber meine Tiere sind mir wichtig und wie gesagt, wenn man nur ein paar Tiere hat, kann man sich auch um alle fürsorglich kümmern. So wie gesagt bei Quitti oder bei den Enten immer gucken. Vor ein paar Wochen war Heidi, hatte was am Auge. Das habe ich in ihr Tee behandelt, habe ihr Tee zu trinken gegeben. Und am nächsten Tag war alles wieder okay, das Auge war offen. Ich habe natürlich auch am nächsten Tag ihr Auge geputzt, leicht gespült, so mit Salbeitee. Und schaut euch die Bande an. Die muss man einfach lieben. Genauso wie die, auch wenn die noch so schlimm sind und noch so laut sind und noch so viel Schaden anrichten. Aber ich liebe sie alle. Die wollen zeigen, wie fleißig sie sind. Und ja, wenn man viele Enten hat, dann entstehen halt solche Schlammwüsten. Aber was soll's? Mir ist wichtig, dass es denen gut geht, dass sie glücklich sind.
und wie der Garten ausschaut. Naja, ob es Schlamm ist oder Unkraut voll, ist auch schon egal. Herrlich. Das sind meine zwei Jungs. Einer schöner als der andere. Die Mädels bieten sich an. Einfach schön. Meine große Gefiederfamilie da. Da wird gerade Rasen gemäht. Da wird jetzt gerade Rasen gemäht. Siesta bei den Tieren. Die Kleinen. Es ist windig. Ziemlicher Wind, auch mir ist kalt. Ich habe sogar eine Feuervase bekommen, weil es so kalt ist. Und ja, gestern war es wärmer, angenehmer. Heute sind es, glaube ich, 4 Grad oder was. Die 4 Grad sind nicht mal so schlimm. Was schlimm ist, der Wind. Und ja, ich habe meine Minze zurückgeschnitten. Wenn ich schon draußen bin, bei den Kleinen da, betätige ich mich. Problem ist nur, ich habe die Enten und die Küken um mich herum. Da muss ich verdammt gut aufpassen. Wenn ich mich bewege, zuerst schaue ich um mich herum, wo was steht, wo was kriecht. Und dann kann ich mich bewegen. So wie ihr sehen könnt, habe ich die Minze weggeschnitten und auch die Blumen da. Es war eh alles verblüht und trocken. Ja, was soll ich sonst machen? Wenn ich auf die Pipilis aufpassen muss, müssen nicht, aber... Das sind mir zu sehr ans Herz gewachsen, um sie einfach so durch die Gegend laufen zu lassen, dass ein Kater oder eine Katze sie angeht oder Luftangriff. Aber es ist windig, es ist kalt, es ist nicht schön. Trotz Kälte, in der Früh hatten wir noch, als ich die Enten rausgelassen habe, 0 Grad gehabt. Und was war? Die Enten sind baden gegangen. Die haben alle der Reihe nach gebadet, haben ihre Prozedur durchgeführt. Baden, spielen, hinterherjagen. Und ja, ein mutiges Küken traut sich raus. Na, er will essen. Das ist aber ein richtiges Gefrastel. Der geht auf alle los. Egal, ob das jetzt Hühner oder Hähne sind, der geht auf alle los. Natürlich lassen sich ein paar nichts gefallen, hacken zurück, aber der ist böse. Richtig, richtig böse. Der hat gestern den Mechelner Hahn aber wirklich durch den ganzen Garten hier gejagt und auf ihn gehackt. Den habe ich mir dann geschnappt, den Hühner reingegeben. Der war vielleicht 2-3 Minuten bei den Hühnern. Aber er war dann 10 Minuten friedlich. Der hat sich dann hier in der Garage hingelegt, da wo die Küken jetzt rauskommen, hat sich hingelegt und war friedlich für 10 Minuten. Und dann ging es wieder los,
hat er den hier, den Mechi, gejagt. Naja. Und Mechi ist ein Friedlicher. Der hackt niemanden, nichts. Ein so ein lieber Hahn. Ja, das Holz ist hier zwischen 30 und 50 Euro. Kommt drauf an, was man für Holz nimmt. Nimmt man so wie wir Stämme zum Sägen und dann Spalten, dann sind sie günstiger, so 32, 33 Euro. Nimmt man so ein gespaltenes Holz, dann zahlt man schon mehr dafür, weil das muss man nur mal sägen und dann verheizen, das war's dann. Was im Geschäft kostet, weiß ich nicht. Ich meine, man kann beim Praktiker Holz kaufen, das weiß ich, habe ich gesehen letztes Jahr. Aber wir machen das hier im Dorf. Da verdient auch der Nachbar was, verdient unser Dorf was dran. Egal, von wem das Holz kommt im Dorf, der verdient das Geld und nicht vom Praktiker. Ich habe immer gesagt, wir versuchen hier zu kaufen, was wir brauchen. Von den Nachbarn aus dem Dorf kommt das Geld dem Dorf zugute oder zugunste oder wie man das nennen will. Man hilft halt den Leuten, die das Holz verkaufen. Die haben ja auch gearbeitet dafür und viele haben ja Wald oder Wälder. Und die gehen in den Wald und sägen die Bäume, die was zum Sägen sind, ab. Viele sind ja auch befallen, das sehen wir auch, wenn wir das Holz geliefert bekommen. Dass bei der Rinde, also am Rand, viele so Spuren sind, Fraßspuren. Aber nicht von Tieren, nicht von Rehe oder Hirsche, sondern das sind so käferartige Spuren im Holz. Und ja, was ich noch sagen wollte, mein Mann war ja kürzlich einkaufen gefahren und da lag ein Baum quer über der Straße. Ist einfach umgefallen, war morsch, wie auch immer. Und das sind halt die Bäume, die was auch abgesägt werden. Man kommt auch nicht immer dazu. Und sagen wir mal so, das war ein richtig großer Baum. Zum Glück ist er in der Mitte abgebrochen, so konnte mein Mann den Stamm da wegschieben auf die Seite. Aber das war, er hat gesagt, der hätte gar nicht drüber fahren können. Er musste den Stamm wegschieben auf die Seite und dann noch die Äste, die was abgebrochen waren, damit man weiterfahren kann. Und ich habe mir schon gedacht, warum dauert das so lange, bis er in Körmend ist? Normalerweise ist er in 15 Minuten dort. Aber damals hat es eine halbe Stunde gedauert. Ich habe gesagt, was hast du denn so lange gebraucht? Warst du spazieren oder hast du Schritttempo? Sagt er, nee, da war ein Baum auf der Straße. Ich habe gesagt, wie? Sagt er, nee, der lag schon da. Und ich denke, scheiße, was? Stell dir vor, du fährst gerade in dem Moment runter, wo er bricht. Ist auch ein ordentlicher Schaden am Auto, aber zum Glück ist niemandem was passiert. Und guckt mal, wer mich da anschaut. Wer mich da anschaut? Meine Amsel. Eine ganz eine Süße. Sie ist die kleinste von allen, das ist aber die Rasse. Wetwiti ist ja auch keine riesige Henne. Und sie ist auch so eine kleine. Ja, und aber so eine Liebe. Sie klettert mir schon auf dem Rücken. Da wird die Twiti aber eifersüchtig sein. Meine Hübsche. Da wird Twiti aber eifersüchtig sein. Und die Mizi ist auch da. Die Katze tut ihnen nichts. Sie hat eher mehr Angst vor ihnen. Vor ihren Schnäbel. Ein Rabe kommt. Aufpassen, meine Babys. Ja, da muss ich wirklich aufpassen. Da fliegen sehr viele Raben durch die Gegend. Und ja, deswegen bin ich auch bei meinen Babys draußen. Dumm sind sie aber nicht. Die suchen sich schon gute Plätze, wo sie sich drunter stellen können. Also an der Mauer wird sicher kein Vogel angreifen und unter den Bäumen. Und was ich noch sagen wollte, ich bin ja sowas von glücklich, dass wir letztes Jahr diesen Sommerhühnerstall gemacht haben, mein Mann und ich. Denn bei so einem Wind, so wie es heute ist, heute waren die Hühner, ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Hühner, nee, die Hühner sind, ja, ich sehe zwei draußen. Und zwar Esme und die zweite kann ich von hier nicht erkennen. Ist das Tweety oder ist das Agathe? Kann ich nicht erkennen. Auf jeden Fall,
die sind hauptsächlich im Sommerhühnerstall bei so einem Wind, auch bei Regen. Und da bin ich total glücklich darüber, dass ich gedrängt habe damals. Mein Mann war ja nicht so begeistert. Ich war die treibende Kraft. Ja, das ist die Agathe. Nee, das ist doch Tweety. Ist egal. Auf jeden Fall, ich bin so froh, dass wir den Sommerhühnerstall gemacht haben, weil da setzen sich schon mal die Hühner hin, wenn es so kalt ist wie heute draußen. So windig. Herrlich. Einfach nur herrlich. Es ist zwar kalt, aber ja. Mein Mann hat immer gesagt, ich sei rastlos. Finde keine Ruhe. Setze mich nicht hin. Ruhe mich nicht aus. Da müsste meine Küken mal erleben. Die liegen vielleicht mal 5 Minuten oder 10 Minuten irgendwo und dann geht es wieder los. Und ja, Rasenmähen brauche ich ja nicht. Denn die fressen alles ab. Sein Füßchen schaut so trollig aus. Ja, Naki. Naki, meine Süße. Ja, meine Hübsche. Mach ihn. Gib ein Laut von dir, Schatzile. Gib ein Laut von dir, dass man hört, wie du dich anhörst. Das hört sich noch immer so piep, 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 piep an. Ja, Naki. Ja, meine Süße. Du bist nicht sehr redselig. Alles okay, Schatzi? Ja, komm her, meine Hübsche. Ja. Du wärmst dich auch auf. Ein Küken ist gekommen und sie flüchtet gleich. Ui, die wird von den Küken gejagt. Mietzi, du weißt doch, dass sie dir nichts tun. Ja, komm, setze ich mich in Bewegung, laufen die gleich alle mit. Ich bin ja die Oberglucke. Die eine Henne ist der, junge Henne ist der Katze nachgelaufen. Seidenfüßchen, du hast so schmutzige Krallen, so schmutzige Federn an den Krallen. Ja, das ist der Nachteil bei so einem kleinen Strupphuhn, dass die Federn gleich mal voll dreckig werden. Sie haben mir jetzt noch was eingefallen. Und zwar, kennt jemand diese Salami-Sticks? Die sind ziemlich hart. Aber die schmecken total lecker. So, jetzt eine Frage an Leute, an Menschen, egal Mann, Frau, mit Prothesen oder teils Prothesen. Könnt ihr die beißen? Durchbeißen, meine ich. Also ich kann es nicht, aber wenn mir so Stücke, so kleine Stücke, so 1,5-2 cm Stücke runterschneidet, zumindest Salami in 3-4 Stücke schneide, kauen kann ich es dann. Diese Salami, die habe ich schon immer gerne gegessen, als ich noch Zähne hatte, als ich noch beißen und kauen konnte. Aber mit den Prothesen kann ich die nicht so durchbeißen. Ich weiß, das ist mir zu hart. Aber kauen kann ich sie. Schreibt mir in die Kommentare, könnt ihr solche Salamis durchbeißen mit Prothesen oder kauen? Denn kauen kann ich sie, nur durchbeißen kann ich nicht. Würde mich gerne mal interessieren. Oder so richtig trockenen Schinken, luftgetrocknet, ob ihr den dickere Scheiben beißen könnt. Würde ich gerne wissen. Und ich sehe, mir fehlen da ein paar Küken, ich muss mich wieder auf die Suche machen. Tja, das Problem mit den Küken. Frag mich, wie die Ente da hochgekommen ist. Aber so wie sie hochgekommen ist, wird sie auch wieder runterkommen. Ja, sie will ja runter, aber wenn ich jetzt da hingehe, verschrecke ich sie und dann könnte sie sich verletzen. Also lasse ich sie mal, die wird schon runterkommen. Schlimm. Also da ist man wird immer wieder von den Tieren überrascht.
So, mal schauen, wo die Küken sind. Ein paar machen schon Bekanntschaft mit den erwachsenen Hühnern. Da gehe ich mal ran, näher ran, um sie euch zu zeigen. Ich glaube nicht, dass meine Küken schon da sind. Zwei sind noch dort. Da fliegt auch ein Raubvogel durch die Gegend. Da muss ich immer wieder mal rausschauen, aufpassen. Ich weiß nicht, ob der Falke für die Hühner gefährlich ist. Aber für so kleinere Küken oder junge Hühner könnte der durchaus gefährlich werden. Und das sind zwei Hühner. Die werde ich zu den anderen treiben. Wenn es zwei Gorillen wären, würde es mir nicht gefallen, aber auch die Mädels, die Gorillen werden ja sowieso geschlachtet, wenn sie groß genug sind. Aber die Mädels, die sind nicht zum Schlachten gedacht. Mädis, ja, das sind zwei Hühner. Zwar knapp am Zaun, aber dennoch können sie verletzt werden. Was auch immer sie hier gefunden haben. Es scheint interessant zu sein. Mädis, ab nach vorne mit euch. Na komm. Na kommt, Mädis. Nach vorne. Na kommt doch. Die laufen so lustig wie kleine Dinos. Wie kleine Dinos. Ach, ihr wollt zu den Hühnern? Noch nicht, meine Hübschen. Wartet noch mindestens 6 Wochen. Je größer ihr seid, wenn ihr rüberkommt, desto besser für euch. Da liegen Küken, da liegen Enten. Herrlich. Und ja, Holz zum Spalten für mich für nächste Woche. Wir haben nämlich Holz gesägt wieder. Und, ach, Bunti ist schon wieder unten. Wie sie es geschafft hat, weiß ich nicht. Aber sie ist wieder unten. Auch Weißchen. Weißchen muss immer dran glauben. Sie wird von beiden Erpel. Na komm schon, Trick. Zeig, was du kannst, mein Hübscher. Nö, der ist nur mal drüber gewatschelt. Und schaut die Flecke an, seine Federn. Bläulich. Die bieten sich alle an. Mittlerweile habe ich täglich 2 Enteneier. Die fangen jetzt langsam an. Und ja. So, 51 Eier haben wir vom Züchter gekriegt. 30 vom Nachbarn. Und Schatzi fährt dann nach Österreich einkaufen, denn ein paar Sachen sind in Österreich doch billiger. Und dann schauen wir, ob wir noch ein paar Eier aus Österreich bekommen, damit Struppi, Seidenfüßchen, nicht ganz allein ist. Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Eier, die wir auch ausbrüten können. Wir haben die Eier erst heute reingegeben. Auf die paar Stunden früher oder später macht es ja nichts aus. Und mal schauen, wie viele Eier es zum Schluss werden. Ich hoffe noch mindestens mit 10 so kleinen Eiern, so kleinen Hühnern, so Struphuhn. Ich hoffe, dass wir die kriegen. Wenn nicht, ja, keine Ahnung. Aber Seidenfüßchen ist so ein süßer kleiner Kerl. Da hätte ich schon noch gerne ein paar Eier zum Ausbrüten. Mal schauen. Drückt mir bitte die Daumen, dass es klappt. Und ich zeige euch dann am Abend, wie viele Eier es insgesamt geworden sind. Ob ich noch welche dazu kriege. Die sind schlimm. Den muss ich immer hinterherjagen, die sind hinten beim Zaun. Die waren, oh, da hat sich eins hingelegt, eine Henne. Genießt die Wärme in der Sonne. Und die Enten sind am Schlabbern und suchen im Boden. Dort am Zaun hat der Frost ein bisschen nachgelassen, da kommen sie mit ihren Schnäbeln in den Boden. Ich glaube, die suchen jetzt schon Nacktschnecken.
Und da ist mein Weißchen. Und ja, wir haben insgesamt 91 Eier im Inkubator. 91 Eier, wie gesagt. In 10 Tagen können wir die Eier durchleuchten, schieren und dann sehen wir, was befruchtet ist, was nicht. Wobei 51 sind ja vom Züchter, 30 vom Nachbarn und 10 hat mein Schatz aus Österreich geholt. Und jetzt schauen wir mal, die ersten 10 Tage, ja, müssen wir eh abwarten, was kommt und was nicht kommt, was befruchtet ist und nicht. Und ja, ich halte euch natürlich am Laufenden, wie immer. Die werden dann, sobald die Küken dann, 2 Tage bevor die Küken schlüpfen werden, kommen die in die Garage. Denn die Kleinen übernehmen ihren Platz im Haus. Und ich hoffe, dass es dann in der Nacht nicht mehr so kalt ist. Wobei, die waren auch schon bei -3, -4 Grad draußen und sind durch die Gegend gelaufen wie die Irren. Mal schauen, wie das mit den Kleinen dann wird. Wobei, die sind so klein, sind sie gar nicht mehr. Einige sind wirklich in Stimmbruch, das hört man von Küken auf Henne. Das ist so putzig, wenn sie so halb gackernd, halb piepsen. Leider machen sie das nicht, wenn ich mit der Kamera, wenn ich die Kamera hinhalte, aber vielleicht erwische ich eines. Mal schauen. Vielleicht meldet sich Naki zu Wort. Naki? Na komm her, meine Süße. Na komm her, meine Süße. Na komm, sag was. Na sag, Schatzi, was. Ja, das piepst ja noch immer, wie verrückt. Ist ja auch ein Hahn. Jetzt hat sie... Ja, du bist zu laut, Schatzi. Den gekochten Meister lieben sie. Sie gibt kein Laut von sich. Aber auch die Hähne sind langsam im Stimmbruch. Hahn, dahinter Hahn. Also die sind im Stimmbruch, das hört man noch nicht so richtig. Aber ihr Lieblingsplatz ist der Komposthaufen da. Also ich hoffe, dass ich da was vorziehen kann im Frühjahr. Oder was pflanzen kann, wer schaut drum. Aber die haben da Gefallen gefunden. Die sind so glücklich dort und in diesen 2 Blumentöpfen da. Da und da. Da baden sie gerne. Was ich nicht so gerne habe, ist, dass sie so weit nach hinten gehen. Den mobilen Zaun aufzusetzen hat keinen Sinn, weil die sind ja leicht und klein und kommen da durch. Folgedessen bleibt mir immer wieder nach ihnen zu schauen, hinterher zu laufen. Naki, ja Pipili, ja komm her, Schatzile. Na komm, Süße. Ja, die Enten im Hintergrund sind so laut. Und weg ist sie. Na, ich bin einmal gespannt, was aus den Eiern schlüpfen wird, wie viele befruchtet sind. Aber da halte ich euch ja, wie gesagt, am Laufenden. Bleibt mir aber zu sagen, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ja, Daumen hoch, empfehlt mich weiter, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen. So, und jetzt nochmal die Eier herzeigen. Da sind 91 Stück drinnen. 91. Und auch ein paar kleine. Das sieht man zwar nicht, aber ich mach mal kurz auf. Da sind sie. Da hat die vorletzte Reihe 3 kleine. Bin dann mal gespannt, was da rauskommt.